dann trotzdem erhalten. Also ihr könnt die Drop-D-Stimmung mit jedem x-beliebigen Sound verwenden. Sieht es da mit den Latenzen aus? Ist es besser geworden zu der Serie vorher? Viel besser. Ich spiele eine 700er und deutlich, oder? Das, ja, nein, das ist ungefähr spielen. So, wie wenn du hast jetzt boshaft, du hast noch einen Atari und ich habe einen G5. Okay. Also ich glaube, die 10-fache Prozessorleistung ist drin. Okay. Weil das liegt aber jetzt nicht, das liegt nicht an dem Modeling an sich. Das Modeling, was quasi in der Gitarre drin ist, ist immer nur genau das Gleiche. Es sind die gleichen Models, die gleichen Sounds, nur einfach jetzt der Rechner, der drin steckt, der Prozessor ist einfach, hat zehnmal so viel Leistung, dementsprechend wird das Ganze natürlich schneller. Also Latenz ist jetzt quasi zu vernachlässigen. Kannst du es ja noch selber gerne mal ausprobieren. Das muss man, da muss man selber mal drauf spielen, damit man sieht, wie sich das anfühlt. Da ist so gut wie nichts mehr da. Die bleibt unten rum tight, die Stimmung.